Wie viel Energie brauchst du wirklich? Nehmen wir die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, teilen sie durch 365 Tage, also ein Jahr, und die Anzahl der Personen, 80 Millionen. Dann kommt raus, dass jeder von uns pro Tag 85 Kilowattstunden verbraucht. Jeder. Eine Kilowattstunde, das ist das, was ein Fahrradfahrer erreicht, wenn er 10 Stunden lang 100 Watt auf seinem Dynamo-Fahrrad fährt. Dafür kriegt er dann 30 Cent und kann 3 Minuten lang duschen fahren. Ja, und wie setzt sich das zusammen? Also 38 von den Fahrradfahrern gehen in Industrie und Gewerbe, 26 für Verkehr jeder Art, also Personen und Transport. Dann haben wir 17 für die Heizung und 4 sind für privaten Strom. So, dieser Endenergieverbrauch hat sich in Deutschland seit 30 Jahren nicht verändert, obwohl die Technik viel besser geworden ist.